Wir reisen weiter zu den besten Gerichten der Welt. Chefkoch Achim macht einen Abstecher nach Deutschland. Er fragt sich, ob es die ostdeutschen Klassiker von früher heute immer noch genauso lecker gibt. Mitten in Berlin, im Ostteil natürlich, beginnt Achims nostalgisch-kulinarische Reise in die DDR-Vergangenheit. Aber wenn ich schon Schaschlik lese, dann weiß ich schon, wo ich hinkomme. Volkskammer. Hier wird noch wie zu DDR-Zeiten gekocht. Und das werde ich mir doch gleich erstmal ankicken, ob die das wirklich richtig machen. Weil ich kann das nämlich noch. Naja, also das sieht ja schon mal aus, das sieht ja schon mal aus wie früher. Na, dann warte ich mal. Der DDR-Bürger wartet immer in der Schlange. Schönen guten Tag. Du bist der Herr Günther. Du bist der Herr Günther. Genau. Kann ich Jönne zu dir sagen? Kannst du auch zu mir sagen. Das ist ja toll. In der Volkskammer ist die Zeit stehen geblieben. Machen wir beide zusammen mal? Wir beide kochen zusammen jetzt mal ein schönes Ostmenü, wie es früher geschmeckt hat. Na, dann quatschen die Dussel, los vor. Komm, ab in die Küche. Los. So, Achim, dann machen wir uns jetzt mal eine richtig schöne ostdeutsche Grilletta. Ja. Und weißt du überhaupt, warum das Grilletta heißt? Na klar, weiß ich, weil es vom Grill gekommen ist. Nee, weil wir durften ja keine kapitalistischen Westausdrücke benutzen. Und da haben wir uns einfach was ganz Feines einfallen lassen. Da haben wir nicht Burger gesagt, sondern haben Grilletta gesagt. So, jetzt braten wir uns den Vogel hier mal. Zwei Brötchenhälften, Ketchup und ein Fleischklops. Und sonst gar nichts. Ein Burger ohne Schnickschnack. Im Osten Kult. Und das kommt einfach nur noch in das Pad rein. Und ein bisschen Garnitur. Typischen. Jetzt kommt der Rohkost. Na, ich werde wahnsinnig. Jetzt kommt der Rohkost. Der darf nicht fehlen. Ist auch viel gesünder als der normale Salat. Und kann er mithalten, der Ossi-Burger? So, und bitte ist der beliebte DDR-Burger namens Grilletta. Weil, wenn man nicht weiß, wie das Original geschmeckt hat, war. Dann war das Ding hier gar nicht so verkehrt. Und schmeckt? Klar, wie früher. Nach Misch. Weiter geht's mit Steak au Four. Sag mal, der Fleischklopper, wo ist der? Findest du jetzt nicht, oder was? Finde ich nicht. Die Köche haben versteckt. Du weißt ja, der DDR-Bürger wusste sich immer zu helfen, war? Hat er den Handfleischklopper genommen. Achim weiß, wovon er spricht. Schließlich ist er selbst waschechter Ostberliner. Doch was ist denn jetzt ein Steak au Four? Hier ist unser Würzfleisch. Meine Herren, da geht's aber ab. Das ist aus der Schweinekugel gekocht, mit dann in der weißen Soße, mit Champignons aus der Dose. Und schön abgeschmeckt. Weißwein, Worcester, Salz, Pfeffer, damit man dann auf den Geschmack kommt, wie es früher geschmeckt hat. So, mein Kleiner, jetzt ist das hier schon schön, wa? Ja, jetzt machen wir unser au Four. Jetzt kommt der Käse drauf. Jetzt geht's los. Und jetzt ab und dann Salamander. Zeit für die Beilagen. Auch diesmal darf die Rohkost nicht fehlen. So. Halt die Mutti fest. Für die gezielte Anwendung. Wunderbar. So. Das Objekt der Begierde. Schönes Steak au Four. Hast du fein gemacht. In Gemeinschaftsarbeit, wie früher. So. Na, das sieht dann aber aus. War nichts umkommen lassen, wa? Nein, das ist das Beste. Das muss mit drauf. Ja, schön ein bisschen. Das Fett muss auch ein bisschen mit drauf, damit die Pommes schwimmen können. Wunderbar. Nicht gerade für die schlanke Linie. Da haben wir so ein schönes Würzfleisch. Sieht doch schön aus. Sieht ja. Und vor allem, es schmeckt auch sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Jetzt machen wir unser Jägerschnitzel nach Art der Schulküche. Genau. Du könnte man ja denken, Jägerschnitzel ist ein Schweineschnitzel mit Pilzsoße, wa? Aber nicht bei uns, weil wir hatten ja Jagdwurst. Genau. Und deswegen ist das nämlich bei uns panierte Jagdwurst. Ein Kultgericht aus DDR-Zeiten. Einfach und günstig. Das Fleisch ist im Westen gegangen und die Wurst ist bei uns geblieben. Und jeder, der das kennt, war, liebt das. Ach, ihm natürlich auch. So, ich mach hier, sonst machst du wieder dreckig. Ja. Super. Ja, sehr schön. Sonst verbrennt uns das, genau. Ach, na, das sieht doch schön aus. Und jetzt müssen wir nach unsere Spirelli, keine andere Nudel, in unseren Heißleger. Und jetzt nicht zu wenig Tomatensauce, nicht zu wenig. Und jetzt noch der Jägerschnitzel drauf. Abgetroppt, riesengroß und lecker.
Was will man mehr? Da fällt mir auch nichts mehr zu ein. So, Tante Jutta, gleich wird's groovy. Der Osten lebt, zumindest in der Küche der Volkskammer und im Gedächtnis vieler DDR-Bürger, die mit diesen Gerichten groß geworden sind, so wie unser Achim. Für so eine panierte Jagdwurst mit der Tomatensauce, das ist der Hammer. Jetzt muss ich aber noch ganz kurz mal das schöne Steak au four hier probieren, wa? Auch lecker. Schmeckt. Aber daran siehst du, wa? Wenn kein Fleisch da war, dann hat man halt Wurst genommen. War nicht alles schlecht. Ganz genau. Das ist eine Erdbeerfrüchtebowle. Mit Wodka, Sekt und Rotwein. Hochprozentig und lecker. Nicht ja, aber Bowle hab's immer. So, da steht gläserne Manufaktur. Das heißt, wenn es gläsern ist, kann ich's mal ankicken. Die nächste Ostspezialität findet Achim in Radebeul, Sachsen. Ich suche den kalten Hund. Sind Sie das? Ja, das sind wir. Echt? Ja. Ich würde mir ernst gerne mal, Sie machen das ja im großen Stil, so die Produktion mal ankicken und vielleicht mal mit anpacken, wenn es mir nicht zu schwer wird. Kalter Hund am laufenden Band. Auch im Westen bekannt, aber im Osten ein echter Hit. Eine Art Schichtkuchen aus Butterkeksen und Schokolade. Achim packt mit an und kommt sofort ins Schwitzen. Er muss da wirklich, sieht ja so einfach aus, da muss ja die Schlagzahl richtig, na sage mal. Das ist ja unglaublich. Also ganz ehrlich, da gibt es Jobs auf der Welt, wa? Also da musst du wirklich ganz fix sein, dass der Hund auch wirklich kalt wird. Achim, gib alles, denn du bist hier bei Profis. In der Fabrik werden schon seit 1920 Süßwaren hergestellt. Ja, wunderbar. Das wird ein bisschen andrücken. Ach, auch noch? Ja. Und was ist, wenn, ja, hier, da hast du mal einen kaputten Keks hier eben hier. Ja. Na klar, hast du mir den in die Hand gedrückt. Andrücken, Rind drücken, ja, ruft. Da ist der Keks. Der war schon kaputt. Jetzt noch umdrehen. Meine Herren. Also für mich müssten Sie alle wahrscheinlich in der 2 einstellen. Das ist keine Übungssache hier, das ist eine Nervensache. Ich traue mal schon gar nicht zum nächsten, aber ich versuche das einfach mal. Also ich esse lieber kalten Hund, als dass ich kalten Hund mache. Ich übergebe meinen Keks. Wunderbar. Sie machen das ganz toll, junge Frau. Zu DDR-Zeiten gab es den kalten Hund nicht als Fertigprodukt. Das kam erst nach der Wende. Hier in dem Kühlhaus wird aus dem warmen Hund ein kalter Hund. Das muss mindestens 2 Tage hier drinnen stehen. Und wenn jemand denkt, dass das einfach ist, es ist nicht einfach. Ich stelle das mal hier ab. Nee, ist bestimmt falsch. Wo stelle ich denn das jetzt hin? Da, jetzt sehen Sie ja die Kühler aus. Das ist ein Wahnsinn. Ich stelle das jetzt einfach mal hier auf, das kann ich mal merken. Die Kiste nehme ich nachher wieder weg. Jetzt müsste ich erstmal einen Bohnenkaffee trinken. Also, Kinder, sehe Christian Kasper. Also raus aus der Kältekammer, aber wohin? Achim steht unter Stress. Nein, Fabrikarbeit ist nicht sein Ding. Und dann muss der Kuchen nur noch aus der Form. So, jetzt haben wir den kalten Hund kalt gemacht, wa? Und jetzt muss der natürlich hier wieder raus. Ich wusste das ganz genau. Alles, was einfach aussieht, ist nicht einfach. Und dann muss es noch so sein, dass es natürlich noch kalt bleibt. Das heißt, ich muss mal extrem beeilen, weil das ja nur im kalten Zustand geschnitten werden kann. Kalter Hund, kalte Schnauze, Zebratorte. Alles Namen für die gleiche süße Spezialität. Und gleichzeitig beide. Gleichzeitig beide und lächeln, hat sie gesagt. Ja. Na, herzlichen Glückwunsch. Und vorsichtig. Ha! Jetzt kommt hier der kalte Hund raus. Ist immer noch kalt. Aber jetzt sieht man ja hier, ist keine Schokolade dran, wa? Aber das macht glücklicherweise eine Maschine. Das heißt, man kann sich ganz entspannt mal so hinstellen. Die Keksbrocken tauchen in ein Schokoladenbad ein. Und müssen dann noch mal abkühlen. Vollautomatisch. Zum Glück für Achim. So, und jetzt ist hier eine riesengroße Kühlschrecke. Jetzt wird es noch mal runtergekühlt. Also erst mit heißer Schokolade, dann wird es runtergekühlt. Und jetzt kommt der was, wovor ich schon ein bisschen Schiss habe, das Einpacken. Kriegst du aber Respekt vor der Arbeit, sag ich euch so, wie das ist. Ich lasse ihn mal alleine jetzt, aber Sie können das ganz schnell machen. Wunderbar. Der kalte Hund ist fertig. Achim auch. Mit den Nerven. Mann, das gibt's da ja nicht. Sag mal, hier ist ja alles auf Geschwindigkeit. Dahin. Kalter Hund im Akkord. So,
So, kurz kicken. Alles schön. Ich sehe jetzt, hier sind 2, 4, 6, 8 Stück drin, wa? Also ich habe jetzt in der Zeit, was weiß ich, wie viele 1000 Stück schon gesehen. Wie viel im Jahr macht man von sowas, so im Allgemeinen? Also von dieser Größenordnung machen wir im Jahr ungefähr ca. 8 bis 10 Millionen. Na siehst du, jetzt kann ich mal so einen kleinen Riegel reißen. Das ist der Trick bei der ganzen Sache. Das ist nur noch, was ich verpackt habe, allerdings in eine andere Verpackung. Und jetzt bin ich an der Stelle, wo ich nur noch rinbeißen brauche, weil ich fertig bin. Fix und. Aber schmeckt nur noch gut. In Senftenberg, gut 2 Autostunden von Berlin entfernt, geht Achims kulinarische Osttour weiter. Die Architektur interessiert ihn nur am Rande. Achim ist auf der Suche nach dem perfekten Broiler. Nach Originalrezept, versteht sich. Und das Rezept wurde nicht verändert. Und das werde ich jetzt nachkontrollieren. Und wenn genauso schmeckt, war, wenn genauso schmeckt wie früher. Ach, wäre das schön. Ach, das ist ja doch einer. Hallo, Tagchen. Bin der Achim. Marino. Das ist das Küchenreich. Und ihr seid die Broilerkünstler. Na, das wisst ihr, die Dame zuerst, wa? Ja, du. So, und ihr macht noch alle genau so wie früher. Was dem Westen sein Brathähnchen, ist im Osten sein Broiler. Nur eben anders zubereitet. Was hast du jetzt hier so alle drin? Salz, Pfeffer, Paprika. Bisschen Wasser. Ja. Und dann noch ein paar geheimnisvolle Sachen. Ganz genau. Damit der so schmeckt wie früher. Das machen wir so. Wichtig für die würzig-knusprige Haut. Wohlfühlbord fürs Hähnchen. Ne? Ja. So, jetzt könnte ich ja theoretisch, wie eine Hausfrau, das jetzt von außen so Salz, Pfeffer, Paprika, ein bisschen Zeug darauf oder sowas. Warum machst du jetzt eine Marinade dafür fertig? Wenn ich es so würzen würde, dann würden die Würze als erstes verbrennen. Hier werden schon seit den 1960er Jahren Broiler gebraten. Der heutige Besitzer war schon zu DDR-Zeiten hier Gast. Damals wie heute gehört zum echten Broiler Weißkrautsalat. So, das ist jetzt ein schöner Broilergrill, wa? Aber der ist nicht noch von 1950. Nee, ist schon ein neueres Modell, ja, richtig. Aber jetzt sieht man auch, dass sie sich schön aufblähen, wa? Ja. Durch die Feuchtigkeit. Ganz genau. Ganz wichtige Schritte nebenbei sind, dass es einfach nur Wasser und Salz. Ja. Schön ein bisschen Butter und ein bisschen Liebe. Wird das natürlich der Broiler des Tages aller Wahrscheinlichkeit. Ich denke mal, der wird's. To broil ist Englisch und heißt übrigens grillen. Broiler stammt also vom Vokabular des Klassenfeinds. Na sowas. Hier an der Keule ist ja das Gelenk. Wenn ich hier rauf drücke und das Fleisch gibt nicht mehr nach, also es bleibt nicht drin, dann merke ich, dann ist er durch, dann ist er gut. Rohkost gab es im sozialistischen Ostdeutschland immer, also wurde fast jedes Gericht damit garniert. Damals wie heute. Schmeckt der Original-DDR-Broiler immer noch so gut wie damals? Da, guck mal, wie schön der sich auseinanderzieht. Das ist nicht so ein kleines verkümmertes Hähnchen. Das ist saftig, knusprig und einfach nur lecker. Hab da fein gemacht. Und weiter so. So, jetzt bin ich hier in Dresden und habe von dem Restaurant Gaststätte Omas gehört. Und hier gibt es Tote Oma ein schönes, leckeres Ostgericht. Und das krieg ich mal, ob das noch richtig original ist. Tja, keine Oma-Brille, eine Achim-Brille. Wir haben die Kürtwurst. Die sieht sehr gut aus, das sehe ich jetzt schon. Das ist also eine grobe. Und das, was ist da drin? Was sind die weißen Punkte hier? Gerstengrütze. So, deswegen Grützwurst, weil Gerstengrütze drin ist. Die Wurst zusammen mit Speck und Zwiebeln anbraten. Dann ablöschen und ein bisschen Salz noch, ein bisschen Majoran. Ganz wichtig, Gewürz. Und eine kleine Prise Pfeffer. Serviert wird die tote Oma traditionell mit Sauerkraut und Salzkartoffeln. Trifft die tote Oma Achims Geschmack? Mmh. Da soll mal einer sagen, wir können es nicht mehr. Weiter geht's nach Leipzig. Im Kollektiv ist nicht nur die Karte von früher, auch das Ambiente. Ich bin auf der Suche nach den letzten ostdeutschen Restaurants, die es noch gibt, die auch noch so kochen wie früher. Ja, da bist du bei uns genau richtig. Ich höre das schon, am Dialekt höre ich das schon. Da bist du bei uns genau richtig. Lass uns mal rinnehmen, bevor wir uns hier verquasseln. Ja,
Realsozialistischer Charme mit einem Augenzwinkern und den Originalrezepten. So, jetzt gehen wir. Ach, du ahnst es nicht. Klein, aber fein. Herzlichen Glückwunsch. Guten Tag. Guten Tag, Achim. Guten Tag, Uwe. Macht ja nichts weiter. Die einfache, deftige Hausmannskost der DDR lebt hier wieder auf, obwohl sie schon fast in Vergessenheit geraten war. Nach der Wende wollten sie alle nicht mehr diese Ostküche essen, wollten sie alle vom Westen haben, aber jetzt kommt das alles wieder. Wir machen uns jetzt einen Wurstsalat, wa? Ja. Also ich mache Wurstsalat so, dass ich also eine Zwiebel, dann schön, welche Wurst nimmst du dafür? Jagdwurst, genau. Jagdwurst, hast du Jagdwurst da? Ja. Zeig mir deine Jagdwurst und ich sag dir, wo du herkommst. Ja, warum haben wir jetzt eigentlich Wurstgulasch gemacht? Was sagst du? Weil wir zu wenig Fleisch hatten. Na, ich kann dir sagen, warum. Weil der Westen hat das Fleisch genommen und bei uns blieb die Wurst. So ein Wurstgulasch ist doch was genaues. Ist was Feineres. Du, Wurstgulasch geht immer. Ist das schon die größte, ja, wa? Ja. Eben mal pusten und verteilen und alles geschickt. Zwiebeln anbraten. Und nicht zu viel Wurst wegessen, Achim. Machst du schön ein bisschen Ruf da. Genau. Von der Juten. So, sehr schön. Im Prinzip ist es jetzt schon fertig. Jetzt wird es noch ein bisschen durchgekocht. Abgezogen ist es schon. Die Zwiebeln nehmen Geschmack. Und dann ist es fertig. Ein paar Spirelli dazu und alle ist der Fall. Richtig. Genau. Trockene Brötchen, in Scheiben geschnitten, getränkt in einer Mischung aus Ei und Mehl. Arme Ritter waren in der DDR der Renner. Genau, und das muss jetzt aber komplett bedeckt sein. Das saugt sich jetzt so ein bisschen wieder voll, wa? In der Zeit, wo die Pfanne heiß ist, halt schön voll so. Wunderbar. Das wird schon weich. Einfach in heißem Öl rausbraten. Dazu die Vanillesoße von damals, wie bei Achims Mutti. So, bei uns in der Familie ist das immer Familiensoße. Und außer ich glaube, so viele Vanille war da nicht drin gewesen, mehr so Farbe oder was. Natürliche Farbe. Ohne Konservierungsstoff. Na dann los. Die armen Ritter werden in Zimtzucker gewendet und mit mittlerweile echter Vanillesoße serviert. Bruder Bautzner Senf aus der Region. Ich hab gehört, was anderes kommt hier nicht in die Küche. Ne? Den Senf dick auftragen und unter ganz dünnen Scheibchen Schweinebraten verstecken. Nicht so dick schneiden, sonst lässt sich das so schlecht essen. Lieber zwei, drei dünne Scheibchen. Warmes Eckchen ist eine Mogelpackung. Mit Bratensoße bedeckt, sieht die Stulle wie ein dickes Bratenstück aus. Alter Bekannter, Krautsalat, selber gemacht? Ja, natürlich. Na, toll. Ohne Konservierungsstoffe. Ohne Konservierung, weil das geht ja weg. Weil wir brauchten früher nicht konservieren, weil so wie den Laden gekommen ist, ist es verkauft worden. Also wir haben uns also im Prinzip jahrzehntelang gesund ernährt. Ja, ja, die gute alte Mangelwirtschaft. Ganz einfach, aber doch genial. Ey, sau lecker. Muss nicht immer Fleisch sein, kann auch mal Wurst sein. Ist einfach nur der Hammer. Das muss nicht mal Apfelstrudel sein. Kann auch mal ein bisschen eine Weiche Weißbrot sein. Ganz lecker. Als Absacker noch einen sozialistischen Cocktail. Grüne Wiese. Dafür Blue Curaçao, Orangensaft mit Rotkäppchensekt aufgießen. Zum Wohlsein, bitteschön. Danke. Das ist ein Kultgetränk. So, das ist eigentlich auch das bekannte, also das ist der bekannteste Ostcocktail, den es gab. Der Blue Curaçao kam aus Kuba, einem sozialistischen Bruder der DDR. Lecker, sehr erfrischend. Eierlikör plus Kirschlikör ergibt das Blutgeschwür. Klingt eklig. Kult ist es dennoch. Ein Blutgeschwür für dich. Ach du Scheiße. Hast du recht. Außerdem wird es wirklich nicht besonders. Wohl bekommst. Ist ja nicht so verkehrt. Jetzt noch eine Kugel Eis dazu und ab dafür. Das trinken auch die Umis gerne. Na, wegen dem Eierlikör. Ja, wegen dem Eierlikör, genau. Achim ist glücklich. Die gastronomischen DDR-Klassiker sind nicht tot zu kriegen. Warum auch? Unserem Ostberliner Koch schmeckt's. Und vor allem sind die Zutaten kostengünstig. Probieren Sie's aus.